Der Klimawandel ist ja ein bestimmendes Thema in der Weltgemeinschaft. Und da stellt sich die große Frage, welche Ideen gibt es, dem entgegenzuwirken? In Polen gibt es quasi ein Energiewunder, ein Wohnblock, in dem Strom und Wärme diesen Winter nichts kosten werden. Ein Plattenbau in Polen in einzigartigem Design, von oben bis unten verkleidet mit Solarpanelen. Die Autos halten hier an und machen Fotos. Es ist schon ziemlich einzigartig. Ich würde es auch meinen Bekannten weiterempfehlen. Dem Winter schauen die Bewohner hier gelassen entgegen. Steigende Energiekosten für sie kein Thema. Ich komme gern hier hoch und genieße den Blick auf den Generator. Er produziert nicht nur Strom, sondern auch Geld. Szczytno, eine Kleinstadt in den südlichen Masuren. Viel los ist hier nicht. Doch eine Attraktion, die gibt es. Einen Plattenbau aus den 70ern in der Schlonska Straße Nummer 12. Der sticht heraus. Die Balkone mit den Solarpanelen wurden erst im September angebracht. Zbigniew Hrabkowski, der Chef der Hausgemeinschaft, macht seinen üblichen Rundgang. Hallo, guten Tag. Hallo Ella, ich wollte nur mal schauen, wie es unserer Installation geht, ob sie richtig funktioniert. Alle in Ordnung bei mir, gibt keine Kratzer, wurde ordentlich gemacht. Mir ist jetzt aber kalt. Gut Ella, geh wieder rein. Die Optik mag Geschmackssache sein. Aber am Ende ist die auch nebensächlich, denn der Block ist so gut wie energieautark, als einziger in Polen. Im ehemaligen Kohlekeller ist jetzt das Büro der beiden Visionäre, wie die Verwalter von ihrer Hausgemeinschaft genannt werden. Dabei war der Auslöser für den energetischen Umbau einfach Geldmangel. Das war eine Tragödie. Die Energieunternehmen haben uns finanziell unter Druck gesetzt. Glauben Sie mir, ich habe noch gebeten, dass sie uns wenigstens in Raten zahlen lassen. Sie haben mich ausgelacht. Ihr habt kein Geld. Das war für mich der Anstoß. Das war 2014. Kurz danach kam die Wärmepumpe in den Keller und die Photovoltaikanlage aufs Dach. Alles finanziert über Kredite des Landes und über Eigenanteile der Bewohner. 80% der Energiekosten konnten so eingespart werden. Und mit dem gesparten Geld wurden die Kredite zurückgezahlt und sogar noch neue Projekte finanziert. Wie die Balkone in diesem Jahr, die fürs Warmwasser genutzt werden. Für die Bewohner der Schlonska 12 brechen rosige Zeiten an. Jetzt, wo die Energiekosten explodieren, heizen sie hier fröhlich weiter. Letztens habe ich mich mit meiner Nachbarin unterhalten. Sie hat mich gefragt, und, habt ihr schon Erhöhung bekommen? Was für Erhöhung, habe ich gefragt. Na, Betriebskostenerhöhungen. Nein, sagte ich, die bekommen wir schon seit langem nicht mehr. 22 Grad sind bei Stanislava Standard. Es kann aber auch gern mal etwas wärmer werden. Freunde und Familie kommen sie jetzt häufiger besuchen. Mein Sohn sagt, oh, ihr habt es immer so schön warm. Bei euch kann man selbst im Sommer, wenn die Tage mal etwas kühler sind, die Heizung einfach aufdrehen. Ich habe ihm schon vorgeschlagen, dass wir tauschen könnten. Am Ende würde er es machen. Und um die Balkone würden sie ja sowieso alle beneiden. Viel größer als die alten seien die. Nur die Luft, die sei nicht immer gut. Gerade jetzt, wo die Heizsaison wieder losgeht. Da ist der Block in der Schlonska 12 eben doch nur eine Insel aus Erneuerbaren in der Weite des Meeres fossiler Heizungsanlagen. Damals, 2014, hatte Zbigniew sogar die Nachbarblocks gefragt, ob sie mitmachen wollen. Aber man hatte sich nur lustig gemacht und sie Traumtänzer genannt. Heute bereuen sie es. Naja, bei uns gibt es immer wieder Erhöhungen. Alle paar Monate was Neues. Und wir haben keinen Einfluss darauf. Wir haben einfach keine Verwaltung, die sich so sehr für die Wohngemeinschaft engagiert, wie die im Nachbarhaus. Dass Zbigniew und sein Stellvertreter sich so reinhängen, liegt vielleicht auch daran, dass sie selbst hier im Haus wohnen. Und aus der rein finanziellen Motivation am Anfang ist bei beiden mit der Zeit auch ein Verständnis für Klima- und Umweltschutz geworden. Fast 70 Tonnen CO2 spart ihr Wohnblock pro Jahr ein. Wenn wir das auf andere solche Wohnblöcke übertragen würden, das sind 25.000 in ganz Polen. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Geld gespart werden könnte, wie viel saubere Energie, wie viel saubere Luft hergestellt werden könnte. Es sterben doch 40.000 Menschen pro Jahr an Smog, die würden noch leben. Zbigniew hofft, dass die Menschen hier in seiner Stadt endlich aufwachen und umdenken. Er überlegt sogar,
im nächsten Jahr für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.